Waschmittel, Brotaufstrich, Schokolade, Hautcreme. Diese Produkte haben auf den ersten Blick wohl nur wenig gemeinsam. Doch sehen wir uns die Inhaltsstoffe der verschiedenen Produkte genau an, fällt uns eine große Gemeinsamkeit auf. Palmöl. Es steckt in sehr vielen Produkten, welche wir tagtäglich konsumieren. Doch zuerst, was ist Palmöl eigentlich? Und warum steckt es in so vielen Produkten? Palmöl wird aus der Frucht der Ölpalme gewonnen, welche heute überall entlang dem Äquator wächst. Das tropische Öl ist in der Industrie wegen seinen einzigartigen Eigenschaften sehr beliebt. Palmöl ist vielseitig einsetzbar, geschmacksneutral, lange haltbar sowie günstig. Zudem ist die Ölpalme sehr ertragreich. Das Angebot ist in den letzten Jahrzehnten rasant gestiegen. Um den Hunger nach Palmöl zu stillen, werden riesige Plantagen errichtet. Die meisten davon in tropischen Gebieten wie Malaysia und Indonesien. Riesige Flächen Regenwald wurden gerodet, um Platz für die Plantagen zu schaffen. Weltweit sind heute über 19 Millionen Hektar mit Ölpalmen bepflanzt. Dies entspricht etwa 4,5-mal der Fläche der Schweiz. Durch die verbreiteten Praktiken der Palmölindustrie entstehen soziale Missstände und Artensterben auf großer Skala. Der lokalen Bevölkerung wird ihr Land geraubt. Oft haben diese Menschen keine andere Wahl, als dann auf den Plantagen zu arbeiten. Die Arbeiter werden in den allermeisten Fällen sehr schlecht bis gar nicht bezahlt. Mensch und Natur bezahlen den Preis für günstiges Palmöl in Produkten, welche wir tagtäglich konsumieren. Ist Palmöl nun generell schlecht? Nein. Die Ölpalme ist sehr ertragreich. Zum Beispiel wird für die Produktion einer Tonne Palmöl ein Drittel einer Hektare Land benötigt. Wobei Raps, Kokos und Sonnenblumenöl 1,5 Hektaren und Sojaöl 2,5 Hektaren Land für eine Tonne Öl benötigen. Wegen der günstigen Produktion und dem effizienten Anbau ist Palmöl mit Abstand das günstigste und beliebteste Öl, sodass andere Produkte schlicht nicht konkurrieren können. Um den Problemen und Missständen in der Palmölgewinnung entgegenzuwirken, wurde die Organisation RSPO gegründet. Diese will nachhaltige Anbaumethoden für Palmöl schaffen und so soziale Ausbeutung und Umweltschädigung dabei begrenzen. Doch es geht langsam voran. 2018 wurden erstmals klare Richtlinien vereinbart, welche die Abholzung von Regenwald verbietet, eine stark verbesserte Rückverfolgbarkeit des Palmöls gewährleistet und vor allem verbesserte Bedingungen für die Arbeiter und die lokale Bevölkerung schafft. Diese Richtlinien können aber nur wirksam umgesetzt werden, wenn wir als Konsumenten nachfragen und verstehen, welche Produkte nachhaltig sind und welche nicht. Durch einen bewussteren Konsum von Palmölprodukten können wir hier in der Schweiz sowie in ganz Europa viel bewirken. Zum Beispiel können wir weniger Fertigprodukte konsumieren und häufiger auf unverarbeitete Güter wie Früchte, Gemüse und Hülsenfrüchte zurückgreifen. Dies ist nicht nur gesünder, sondern spart auch eine Menge Geld. Und wie sagt man so schön? Weniger ist mehr.